Heaven's California. Fahren Sie bei dem nächstgelegenen Flughafen an. Der ist hinter uns. Okay, wir fahren nach Hollhelm Flugplatz an. Die Kollegen sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich hab Angst, Alter. Ich hab eine Bombe unterm Arsch. Mach mal keinen Druck. Ja, ich auch. Wir alle haben eine Bombe unterm Arsch. Und die fährt ja, pass gefälligst auf. Und ich so will drei, nicht sterben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, wow. Hey, hey, Vorsicht. Fast unter 10 km/h gekommen. Selbst bei 10 km/h war das fast ein Unfall. Ja, unerhört. Ja. Wir sind unterwegs, um Ihnen zu helfen. Auf dem Flugfeld können Sie ungestört Runden drehen, ohne andere Teilnehmer zu gefährden. Die Mediziner sind informiert, so wie das beworbene Schwerpunktskommando. Bitte beeilen Sie sich. Wir haben nicht so viel Sprit. So? Ja. Mach mal so, als ob du Angst hättest. Ich habe Angst, du Arschloch. Denkran kennen, nicht unter 10 km/h, Mann, dann sind wir tot. Das ist nicht schwer, guck mal. Oh, das war ein. Oh Kind. Mein Gott! Glück gehabt. Ich hab's schon piepen hören. Fahr am besten einfach schneller, nicht, dass da eine Person dann aus dem Vergassen. Geh mal Tempomat rein. Keine Ahnung. Jetzt kommen sie schon. Also 15 bis 20 km/h schnell. Haben sie eine Funkfrequenz? Ein Kollege des FBI wird sich darüber mit ihnen in Verbindung setzen. Machen wir 30.5. Ja. Hilfe! Da ist Bombe. Polizei! Arsch. Hilfe! Hören Sie Hilfe. Uns! Ja, hallo? Wir hören Sie auch, Mensch. Wir haben Ihnen eine Funkfrequenz geschenkt. 30.5. Hilfe! Wie bitte? Ja, ich hab's. Also, hören Sie mich? Ja, ja, wir hören Sie. Ja. Ich wollte mit meinen Freunden eine Runde fahren und dann hat mich jemand angerufen, unbekannt. Und der hat gesagt, der hasst uns schon lange und wenn das Auto langsamer als 10 km/h fährt, dann wird es hochgehen. Okay, hab ich so verstanden. Haben Sie irgendwas, ist Ihnen irgendwas Auffälliges am Fahrzeug aufgefallen? Die Lenkung geht ein bisschen schwer. Okay, ist Ihnen sonst irgendetwas aufgefallen? Ja, das Gaspedal, das hat so einen kleinen Widerstand drin. Wenn ich das halb runterdrücke, dann ist das wie so ein Knubbel, der dazwischen hängt. Ja, verstanden. Moment. Was, Resoli? Ja, ich funke jetzt gerade mit denen im Short. Die meinen wohl, dass die schon Veränderungen am Fahrzeug feststellen konnten. Und da scheint wohl wirklich irgendwas verändert worden zu sein. Ich warte mal, bis ihr vor Ort seid und werde so lange mit denen sprechen. Polizei, wir haben Angst! Ja, Hilfe! Tun Sie doch was! Also ich möchte das jetzt allererst einmal Ruhe bewahren und weiterhin die Geschwindigkeit beibehalten. Wir müssen ja einiges koordinieren, damit wir hier vorgehen können. Okay. Versuchen wir einfach weiterzufahren. Wie viel Sprit haben Sie noch circa? Für wie viele Kilometer? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Gut, das reicht für eine Weile. Dann fahren Sie einfach kontinuierlich weiter. Wir sorgen dafür, dass das Flugfeld gesperrt wird. Okay. Wer tut mir sowas an? Ich weiß, ich habe bestimmt eine kranke Ex. Meine Ex hat damit nichts zu tun. Das sagen sie alle. Die ist nicht krank. Das weißt du und doch gar nicht. Fahr lieber vernünftig. Pass auf, dass du denkst, wo geht's. Oh mein Gott. 30, Mann. Ja gut. Ja, pass dann auf, fahren Mann. Ich unter 10. Hilfe. Ich habe keinen Bock zu sterben. Meine arme Schildkröte, sie ist alleine zu Hause. Wenn ich nicht mehr wiederkomme, dann verhungert sie. Leg den Kühlschrank, der hält die eine Weile aus. Nein, das ist so. Ruf deine Mami an, die soll dir den Kühlschrank legen, einfach in die Tiefkühltruhe. Nee, die ist, ja. Ja. Wie könntest du bitte die Fenster raufmachen? Es wird langsam echt extrem heiß. Ich gehe nicht von Lenkrad weg mit dem Finger, da musst du selber Fenster runter, Mann. Ich mach muss eine Kurbeln da vorne, komm mal da vorne ran. Da. Mach es halt selbst. Ja, ich muss dann kurz da, das ist an deiner Tür, das Ding da. Ja, warte, ich gehe kurz. Nee, pass auf, Menschen, fass ihn nicht an, geh weg von mir! Nein, geh weg von mir! Okay. Bewahren Sie Ruhe im Fahrzeug, das bringt nichts, wenn Sie jetzt in Panik verfallen. Okay, ja, dann sagen Sie gleich, Sie haben keine Bombe unter dem Arsch. Keine Bombe am Auto, verdammte Scheiße. Ich fahre, Ken. Wie heißen Sie denn? Ich bin Ken. Ken und weiter? Smith. Ken Smith.
Wenn Sie mir mal zu, Sie sind hier der Verantwortliche, dass alle da lebend rauskommen. Also müssen Sie Ruhe bewahren und sich nicht ablenken lassen und versuchen Sie einfach auf den Tacho zu schauen und auf die Straße, dass Sie nicht davon abkommen und die Geschwindigkeit beibehalten von mindestens 20 km/h. Ja, mach es, es war gerade 30. Stell dir einfach vor, du spielst Pac-Man auf dem Tacho. Ich werde jetzt gleich ein paar Dinge mit Ihnen durchgehen. Ja. Sind Ihre Beifahrer alle im Funk? Ja, ich mach das. Ja, wir sind alle im Funk. Wie willst du das denn machen, wenn ich der Fahrer bin, du Holzbirne? Ich beantworte die Frage, konzentrier du dich auf Fahren. Also gut, da wir aktuell leider keine Bombenentschärfungskommandos haben, bitte nicht in Panik verfallen, ich bin noch nicht fertig, haben wir natürlich auch einen Plan für einen solchen Fall. Und zwar ist die Gefahr, dass Sie bei einer Geschwindigkeit von 12 oder 13 km/h beim Absprung sterben, sehr, sehr, sehr gering. Sprich, Sie werden sich, zumindest unserer Einschätzung nach, nur leichte Verletzungen zuziehen. Daher würde ich vorerst empfehlen, den Beifahrern, nicht der Fahrer, sondern erstmal alle Beifahrer, der Reihe nach abzuspringen bei einer sehr geringen Geschwindigkeit, jedoch über 10 km/h. Haben Sie das verstanden? Ich bin verrückt! Ich bin ziemlich am Zittern, ich weiß nicht, ob es dann unter 12 km/h rutsche, weil es kann die Geschwindigkeit schlecht halten. Versuchen Sie 15 km/h zu halten, aber es ist möglichst wichtig, so niedrig wie möglich und so schnell wie nötig zu fahren. Gibt es nicht eine andere Lösung? Können wir das Auto nicht ins Wasser fahren und falls es dann das hochgeht? Das ist Teil des Plans, aber diesen Teil werden wir erst im Nachhinein umsetzen und davor versuchen wir, möglichst viele Personen der Gefahr zu entziehen. Oh mein Gott, das will nicht der letzte Sinn sein. Ich trau mich nicht. Oh Gott. Ken, ich bin sicher, dass sie das schaffen. Das hat meine Lehrer auch immer zu mir gesagt. Und dann hab ich nicht mal die Hauptschule bestanden. Die haben immer gesagt, ich kann das. Ken, du kannst ein Held für uns sein. Sei mein Held. Also, wie heißt denn die Person, die hinten sitzt? Vito. Hi, ich bin Vito. Gut, Vito. Sie werden als allererster abspringen und ich werde Ihnen sagen, wenn Sie abspringen. Ich höre davor noch Rücksprache mit Ken. Aber ich trau mich nicht. Das ist zu schnell. Ich schubse dich einfach. No, nein, nicht. Noch fahren wir etwas zu schnell, aber gleich wird Ken ein wenig abbremsen. Ken, einmal bitte runterbremsen auf 15 km/h. Ich werde nicht bremsen, ich lass rollen. Oder rollen lassen, aber aufpassen, dass sie nicht da drunter rutschen. Sind wir. Angst. Gut, Vito, springen Sie ab, wenn ich Ihnen das sage. Oh Gott. Auf drei, okay? 1, 2, 3. Ah. Oh Gott. Oh, gerettet. Geht's dir gut, Vito? Ja, jetzt super. Schon. So. Jetzt, wer ist denn der Beifahrer? Nein, bei mir. Ja. Oh. Das bin ich. Oioioi. Ich ist wer? Was ist hier los? Diego Montero. Okay, und wer ist die Person, die hinten sitzt? Ist jemand verletzt? Kurt, ja, ist gut, ich bin sehr sportlich. Okay, Kurt, sprechen Sie mal kurz mit mir, bitte. Okay. Ja, ich höre Sie. Okay, wir werden jetzt wieder abbremsen auf eine geringere Geschwindigkeit. Hast du das mitgekriegt? Okay. Ken? Ja, Ken. Können wir das nach der Kurve machen, auf der Gerade, hier nicht mehr? Ja, wir machen das auf der Gerade. Oh Gott. Ah, pass auf, Mann. Oh Gott, ich sehe es schon kommen, sie werden sterben. Nein, wenn sie nicht. Das macht's nicht besser. Machen das schon. Okay, ich lass wieder rollen auf 15 km/h, ich sag dann Bescheid. Okay, gut. Okay, wir haben's. Gut, auf drei springen sie ab. 1, 2, 3. Oh Gott, ich geb wieder Gas. Komm rein. Oh Gott. Noch einer, der gerettet wurde, wie schön. Wie viele sind denn da drinnen noch? 2 noch. Ja, Fahrer. Und der Fahrer und der Beifahrer. Okay. Gerade Apple oder Flut? Scheiße, wir haben Apple. Oh Gott. Wer kann das unter... Warum tun so Leute sowas? Wir können das Auto nicht, wir haben Apple. Auch gern. Haben Sie vielleicht eine Idee, wer sowas machen könnte? Wir haben auch einen Plan B für den Fall. Wir haben Feinde, natürlich. Also, sagen Sie jetzt so. Weiß nicht, ja. Vielleicht ein... Keine Ahnung. Ken wird jetzt wieder abbrechen.
Bremsen auf 15 km/h. Okay, das wollen ich sagen Bescheid. Bereit? Okay, ja. Ist das? Okay, wir haben... Wie heißt der nochmal? Takatuka? Gut, auf 3, 1, 2, 3. Irgend so ein verrückter Inder. Oh, ist wieder geil. Immer so eine Scheiße. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Diego. Okay, okay, und jetzt kommt der allerschwierigste Teil. Okay. Oh, wir schaffen das. Ist mit dem guten sowas. Oh Gott, er schafft es. Es war nett, dich komm gekannt zu haben, Kev. Also, wir müssen uns Diego, kurz besprechen. Du kannst mir das einfach so abschreiben, wie du. Na, du kriegst das den Fall im FBI mal nicht erkennen. Nein, der hat gesagt, die müssen sich absprechen. Achso. Oh. Ich werde immer deine Pflanzen gießen, okay? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Pflanzen. Ich schaff das. Die Blumen, die sie immer mitgebracht haben, die hab ich geklaut von dem Feld. Okay, Vito, jetzt halt sie den Mund. Halt den Mund jetzt, Vito. Entschuldigung. Diego, wie hieß der nochmal, den Typ, mit dem wir uns jetzt angenehm, diesen Inder? Apu? Ja, kann. Ja. Irgendwie so, ne? Ja. Also, Ken. Sie folgen uns jetzt. Ich erkläre währenddessen, was der Plan ist. Haben, oder haben Sie irgendwie eine Vorgeschichte? Das Wasser ist nicht so weit weg von uns. Wir werden auf das Wasser zufahren mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Sie werden circa 10 Meter vor dem Wasser aus dem Fahrzeug springen und das Fahrzeug mit der Restgeschwindigkeit in das Wasser rollen lassen. Das Fahrzeug wird vollständig im Wasser sein und dann unter Wasser voraussichtlich detonieren. Das wird den geringsten Schaden verursachen, wie nur möglich. Okay. Denken Sie, Sie können das Polizeimann, ich hab Angst. Wir hatten, sagen wir mal so, der Kollege da vorne, ich glaub, der kennt, so einer Situation, der jetzt gerade auf dem Auto ist, der hatte damals hier seine Freundin jetzt angefahren. Ich bin aufgeregt. Dadurch ist sie leider verstorben. Und seitdem hat er einen kleinen Hass gegen uns. Möchten Sie vielleicht Ihren Freunden noch etwas davor sagen? Nein, ich überlebe das. Gut. Dann fahren Sie drauf zu. Mit mindestens 25 km/h. 25 und dann kurz davor rausspringen. Am besten wäre es, den Motor abzuschalten vor dem Abspringen. Ich zweifle. Der kriegt das hin, der kriegt das hin, der kriegt das hin. Oh mein Gott, ich hab so Angst, oh mein Gott. Ja, aber was ist, wenn die Bombe von dem Motor in den Schrumpf zieht? Das wäre dann scheiße. Lauf, Ken! Oh, Ken, lauf, 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 oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ist die nass geworden, die Bombe? Geht die deswegen nicht mehr, oder was ist das? Oh Gott, fahren Sie da bloß nicht zu dicht dran. Nein, 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 nein. Oh. Weg hier! Oh mein Gott, wie so passiert sowas? Vielleicht war das ein elektronisches Ding. Weiß ich nicht. Gott, wie funktioniert so eine Bombe denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Bombe gebaut. Wir werden das auf jeden Fall mal checken lassen von unserem SWAT. Ja. Wir haben ja ein Entschärfungsteam. Danke. Wir werden mal gucken, ob das überhaupt eine scharfe Bombe ist. Ey, wir sind alle rausgekommen, ich hatte schon abgeschmiert. Ich hatte schon gedacht, das war's mit uns. Ob das jetzt ein Fake war oder nicht, aber gut. Sie haben es ja Gott sei Dank geschafft, alle. Ja, wir haben alles aufs Erfeld. Ja. Erzähl gleich nochmal ab bei meinen Kollegen und dann erzählen Sie bitte denen nochmal hier das mit dem Apo, haben Sie gesagt, ne? Ja, Apo. Ja. Oder so irgendwie. Ja. Impo. Das würde ich auf jeden Fall ganz oder. Dann wäre das nicht gut ausgehen für uns alle. Das wäre fürs FBI auf jeden Fall mal sehr interessant. Dass die Lenkung schwerer wird und dass eine Blockade beim Gaspedal ist. Brauchst du eigentlich langsam genug von Autos? Ja, das ist richtig. Digga. Meine Güte, endlich. Geht's dir gut, Gurt? Ja, wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, so eine Scheiße. Ja, ich hab schon abgeschlossen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Danke, Polizei. Sag nicht, das war bestimmt dieser Ipu oder Ampu. Der Vorrat schon wieder Nasenbluten. Oh nein. Die Aufregung ist nicht so für dich, ne? Nee, ich halt das nicht aus. Ob er jemanden kennt, der sowas danke dir. Ich krieg schon wieder. Herrn Apu. Oh, Ampu. Oh, ich muss jetzt erstmal eine rauchen, ey, der Stress. Bist du völlig Apu, die Takatuka? Ja, kann sein. Das könnte sein, aber ich glaube das nicht. Das einzige Problem, was ich mit Apu hab, ist... Dass du seine Frau überfahren hast. Alter, deine Schnauze. Ich sollte den ein paar Mal abholen. Ich hab dir das schon gesagt, es ist zu spät, Mann. Ich hab ihm das schon gesagt. Es ist zu spät, du brauchst nicht mehr rumlügen. Ja, er hat damals aus Versehen eine Frau gefahren. Das war ein Unfall. Okay. Daran zweifelt doch auch keiner.
geklärt worden sein, oder? Seitens der Polizei. Es war ja auch geklärt, aber... Ich weiß nicht, wie gut kennen Sie Ihren Freund, den Herrn Takatoka? Den kenne ich schon ganz lange, aber der war in letzter Zeit eh so komisch. Dann sollten Sie auch wissen, dass der... Der hat immer gelacht, wenn ich mir wehgetan habe. Aber ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass er sowas macht. Aber es wäre jetzt der Einzige, der mir in den Kopf schießen würde. Jemand anderes gibt's nicht. Weiß nicht. Ja. Das Problem ist, das ist schon ein bisschen lange her, wissen Sie. Das war, wir sind ja hierher geflüchtet. Und das Problem war, ich habe seine Frau damals, wir wollten ihn überraschen, in einem Helikopter mitgenommen. Und dann wollte sie ihm einen Heiratsantrag machen, aber sie ist ausgerutscht an den Gestank von Helikopter und ist runtergefallen. Oh Gott. Und dann ist sie vor Apu auf dem Boden aufgekommen. War sehr unschön. Vor ihm. Aber das war ein Unfall. Und seitdem ist er... Ich habe mich entschuldigt bei ihm und er hat gesagt, das ist alles okay und das kann passieren und es hätte auch jedem passieren können. Na klar. Sie war nicht angeschnallt. Problem ist, der Herr Takatoka hängt natürlich mit Leuten ab, die in solchen Sachen wie mit Bomben zum Beispiel sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Scheiße. Heute sollte die Trauung sein. Also schauen Sie mal hier, ich habe hier noch die... Mal durch. Ich habe hier noch die Einladung, bitteschön. Das sollte heute an den Datum sollte das stattfinden, die Hochzeit. Holly Schmidt und Apu de Takatoka. Mein Vorschlag wäre, Sie hatten erstmal Distanz zu dem Herrn Takatoka. Hören sich vielleicht in Ihrem familiären Umfeld drum, um mehr herauszufinden, wer es gewesen sein könnte, ob er es tatsächlich war. Geben uns diese Information weiter und was ganz wichtig ist, halten Sie die Augen auf, sollten Sie in Zukunft weitere Drohungen bekommen. Und sofort uns kontaktieren, Sie kriegen gleich eine Nummer von mir. Ja. Genauso bezüglich Ihres Fahrzeuges, ich würde Sie raten, in der nächsten Zeit nur mit Leihwagen unterwegs zu sein und nicht mit Ihren eigenen Fahrzeugen, da wir davon ausgehen können, dass Ihre Fahrzeuge alle manipuliert worden sind. Auf jeden Fall danke, Polizei, Sie haben unser Leben gerettet. Ja, wirklich, wir waren kurz, ne? Wissen Sie, wir waren so eine Art Schockstarre, man weiß ja gar nicht, was man tun soll. Wenn Sie nicht gekommen wären, wären wir wahrscheinlich auch rausgesprungen, aber bei viel schneller. Sie wollen tatsächlich jetzt kein Fahrzeug von uns in Anspruch nehmen? Doch. Doch. Ja, wir kommen ja nicht zurück. Dann kommen Sie bitte mal mit. Ich hole Ihnen ein Fahrzeug an. Oh, vielen Dank. Wer weiß, wo wir jetzt ohne Sie wären. Ja. Ich gebe Ihnen meinen Schlüssel an, ne? Echt nett von Ihnen. Wären Sie nicht da gewesen, wären wir vielleicht jetzt gar nicht mehr hier. Du bist sogar noch vorgetankt sein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Wenn wir irgendwas noch mitbekommen, dann rufe ich Sie an, Frau Polizei. Oh, ich muss Ihnen noch meine Nummer geben. Moment. Ja, genau. Hier, bitteschön. Einmal hier. Ja, da. Das wäre vergessen. Dann einmal hier. Dankeschön. Ach du Kacke. Dann einmal hier. Das ist übrigens meine Dienstnummer. Wollte ich mir nur kurz anmerken, weil manche wechseln das mit meiner Privatnummer. Nein, das ist nicht die Privatnummer. Gut. Dann sehen wir es. Das ist leider ein Glück. Irgendwie irgendwo hin, irgendwie zu Hause mal. Lass uns einmal die Autos klären oder was. Danke. Tschüss. Danke nochmal. Tschüss. Mann, die Tschau, wir müssen die ganzen Autos mal durchchecken lassen, Mann.